Das Ei selbst. Okay. Hey und somit ganz herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein sehr interessantes Produkt von der Firma Power Vision und zwar die neue Power Egg X Drohne. Das ist der Nachfolger der Power Egg Drohne, die ich schon mal hier vor ein paar Jahren gezeigt hatte. Aber in der Zeit hat sich einiges getan und wir bekommen hier ein sehr interessantes Drohnenkonzept, was ich so bisher noch nicht kannte. 4K 60 FPS kann das Teil aufnehmen und mit einem Kit dann auch noch zu 100% wasserfest. Lass uns da mal reinschauen. Viel Spaß bei diesem Video. Ihr kennt es mittlerweile schon von meinen Drohnenvideos, wie ich es sonst auch mache, gibt es mehrere Teile zu diesem Copter. Das Produkt liegt noch original verpackt vor mir auf meinem Unboxing-Tisch. Es sind zwei Verpackungen, wie ihr gesehen habt, denn die Drohne gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen. Einmal als Explorer Edition, das wäre dann nur hier der Teil, in dem sich die Drohne mit einem LiPo und der Steuerung befindet. Und dann als Wizard Edition, so wie ich es hier auf dem Tisch habe. Wir schauen uns natürlich zunächst mal den Copter an und dann die Zubehörteile, um den Copter wasserfest machen zu können. Unten in der Beschreibung ist natürlich ein Link zu beiden Produkten, da könnt ihr nochmal weitere Informationen abchecken. Schon damals bei der allerersten Power Egg Drohne hat mich natürlich das Design komplett geflasht. Eine eiförmige Drohne, bei der einfach die Arme und Motoren aus dem Gehäuse geklappt worden sind und dann ist das Teil geflogen. Rein optisch ein Hingucker, das System war aber noch nicht optimiert. Ich fand zum Beispiel, dass diese Eiform am Himmel sehr schwer zu erkennen ist. Oder besser gesagt, man konnte sehr schwer erkennen, in welche Richtung die Drohne gerade steht. Wo ist die Front, wo ist die Rückseite der Drohne? Und das ist hier ein bisschen anders, denn der Copter ist etwas anders aufgebaut. Bei der neuen Power Egg X Drohne hat Power Vision meiner Meinung nach noch so ein bisschen draufgelegt, nicht nur das Design wieder ausgefallen. Nein, man hat hier einen Copter und quasi eine Kamera für den Boden in einem. Was ich damit meine, seht ihr natürlich gleich, wenn wir das Ganze ausgepackt haben. Plus natürlich die Möglichkeit, dass der Copter wasserfest ist. Kannte ich in dieser Drohnenkategorie auf dem Markt noch nicht. Zack. Was erwartet uns gleich in dieser Box? Schaut mal, meine Freunde. Wir haben eine Art Tragetasche oder fast schon eher Koffer. Man merkt schon an der Verpackung, okay, der Hersteller hat hier so ein bisschen investiert an Zeit und Geld und hat hier was Eigenes entwickelt. Sowas finde ich immer sehr, sehr schön. Wir haben hier einen Mix aus einer Styroporverpackung, sage ich jetzt mal, und einem Stoffmaterial, auf dem auch noch das Logo drauf gedruckt ist und oben mit so zwei Handgriffen versehen, dass man das Ganze direkt so kompakt mitnehmen kann. Hier oben haben wir nochmal einen Verschluss, das Ganze mit Klett fixiert. Machen wir doch direkt mal auf und schon lässt sich das Köfferchen öffnen. Und jetzt wird es spannend. Wie groß ist der Copter eigentlich? Und okay. Cleane Optik ist natürlich fürs Auge sehr schön anzusehen, wenn man zum allerersten Mal sowas öffnet. Nice. Hier oben haben wir eine Bedienungsanleitung, die packe ich jetzt nicht extra aus. Wir haben so viel Zubehör, da konzentrieren wir uns nicht auf den Papierkram. Auch wenn das bisher einen Top-Eindruck macht mit der schönen Verpackung und so weiter, bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich habe ja eben gesagt, es gab bei dem Vorgänger ein paar Probleme. Vielleicht sind diese ja behoben. Auf solche Details werde ich dann natürlich im zweiten Teil noch ein wenig genauer achten. Wir entfernen jetzt diese Abdeckung hier. Pupp. Und dann finden wir den Inhalt vor. So, nehmen wir mal nach und nach alles raus. Die Fernsteuerung, eine Box mit Zubehörkram, das Ei selbst. Okay, sieht aus wie ein Football. Super Bowl ist zwar schon vorbei jetzt, aber schaut mal, wow, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich finde es cool, wenn ein Hersteller mal endlich was Neues macht. Nicht dieses abgeguckte Mavic-Design oder sonstiges. Die trauen sich was. Und was mich jetzt so ein bisschen wundert, okay, die Arme, in denen die Motoren und Propeller dran sind, die sind separat. Und das hat damit zu tun, dass man die Kamera auch als normale Kamera zum Aufnehmen benutzen kann, ohne diese Drohnenfunktion. Die Tasche ist leer, tun wir zur Seite. In dieser Box befinden sich diverse Kabel und das Netzteil. Zum einen ein Stromkabel, um das Ganze bei uns aufladen zu können und zum anderen das passende Netzteil. Sieht wie folgt aus, ist ein kleiner Block. Nicht wirklich groß,
noch relativ kompakt. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse und das ist dann die Schnittstelle, die man benötigt, um den LiPo aufladen zu können. Überleitung LiPo, der liegt hier auf dem Tisch. So sieht das kleine Stück aus. Dieser Akku besteht aus drei einzelnen Zellen und hat ein Fassungsvermögen von 3000 mAh. Der Hersteller, in diesem Fall PowerVision, sagt uns, man kann mit einem Akku bis zu 30 Minuten fliegen. Ist natürlich ein super Wert, gerade wenn man das Ganze mit anderen Drohnen auf dem Markt vergleicht. Ob das Ganze genauso lange halten wird, sehen wir dann natürlich wie immer im zweiten Teil. Zur Info, in der Explorer Edition habt ihr den einen LiPo und bei der Wizard Edition, diesem Zubehörpaket, wo wir gleich auch nochmal reinschauen werden, liegt noch ein zweiter LiPo bei. Kommt gleich in den Copter, das gute Stück. Des Weiteren liegen noch zwei Ersatzpropeller bei. Ein Satz ist bereits auf der Drohne montiert. So sieht das Ganze aus. Muss leider mit Schräubchen festgemacht werden, ist kein Schnellspanner. Gut, ist halt so, kommen wir mal zur Steuerung, die ist mir eben beim Auspacken schon aufgefallen, denn das Design spricht mich irgendwie an. Natürlich, ich hätte mir hier eine andere Farbe gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Muss kein Weiß sein, was schnell dreckig wird. Ein schwarzer Controller wäre schon ganz cool. Aber wenn man genauer hinschaut bei den Gimbals, die haben nicht nur hier diese schönen Endstücke, die sich in den Finger bohren quasi, damit man gut Grip hat. Nein, hört mal. Hört ihr dieses gummiartige, dumpfe Geräusch? Es sieht so aus, als wäre das Ganze hier vor Wasser geschützt. Wenn man im Regen fliegt, was der Copter ja mit der Wizard Edition auf jeden Fall beherrschen soll. Auch wenn man hier mit den Gimbals so ein bisschen lenkt, das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Der Widerstand, der ist super angenehm, ist nicht zu schwammig. Ich mag es, wenn die Gimbals sehr straff sind und da sind diese hier auf jeden Fall. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, wie ist das mit der Bildübertragung, Reichweite und so weiter. Und hier gibt PowerVision an im FCC-Raum. Was ja in den USA zum Beispiel gilt, wird eine Angabe von 6 Kilometern maximaler Reichweite unter idealen Bedingungen angegeben und im CE-Raum, was wir ja hier sind, 3 Kilometer. Auch kein schlechter Durchschnitt, wenn man die Drohnen am Markt vergleicht. Mal schauen, wie schnell das Signal anfängt, schlecht zu werden, wenn wir dann tatsächlich draußen unterwegs sind. By the way, das Bild, welches ihr vom Copter auf dem Smartphone in der App angezeigt bekommt, das kommt in 1080p an. Hier in der Mitte sitzt die Smartphone-Halterung. Die klappt sich so nach vorne hin aus. Ist aus Plastik, aber wirkt robust. Das lässt sich maximal so hochziehen, also ein Tablet kriegt ihr da nicht rein. Wenn man runterdreht, das finde ich persönlich wiederum richtig cool, wie das angeordnet ist. Da sind einzelne Knöpfe, um zum Beispiel das Return to Home zu aktivieren, denn der Copter hat GPS und GLONASS verbaut plus weitere Sensoren, die schauen wir uns gleich an. Und hier wird das Ganze zum Beispiel eingeschaltet. Halt mir mal gedrückt. Boop. Und schaut mal, wenn ihr jetzt am Fliegen seid, dann leuchten die Lämpchen nach oben, also nach vorne hin, damit ihr das Ganze jederzeit ideal im Blick habt. Und das gefällt mir. Auch der Knopf ist so angeordnet, dass man ihn von oben schnell drücken kann. Wenn wir jetzt die Steuerung weiter drehen, haben wir diverse Schultertasten zum Fotos auslösen, zum Beispiel Videos auslösen, die USB-Schnittstelle, um das Smartphone über Kabel anzuschließen und ein Bedienrädchen, um zum Beispiel den Gimbal zu neigen. Haben ja einen 3-Achsen-Gimbal an Bord. Wäre ja schade, wenn nicht. Kommen wir langsam mal zum Copter. Die Steuerung tun wir zur Seite. Liegt wirklich gut in der Hand. Aber ich hätte mir hier Gummipads gewünscht. Gerade im Sommer, wenn die Hände ein bisschen schwitzen, dann ist so eine Hochglanzoptik natürlich nicht das Ideale. Und jetzt zum Dröhnchen. Schauen wir uns das kleine Ei mal an. Von oben betrachtet haben wir einen Knopf mit Status-LEDs, an denen man den Akkuzustand sehen kann. Da sieht man gleich erst, wenn man den Akku eingelegt hat. Auf der Seite das PowerEgg-Logo und eine kleine Lasche, um diese Abdeckung hier zu öffnen. Denn im Moment sehen wir weder Kamera noch Möglichkeiten, die Motoren irgendwo zu montieren. Auf der Rückseite ist auch nochmal eine Status-LED, damit man erkennt, wo die Rückseite des Copters ist. Als hätte der Hersteller aus dem Fehler damals, den ich auch bemängelt hatte, gelernt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollten wir jetzt hier an dieser Lasche ziehen und dann öffnet sich die Abdeckung. Okay, schauen wir mal. Und
Ah, schaut an, das sieht doch jetzt schon fast wie eine Drohne aus. Erstmal von Namen betrachtet, damit ihr euch ein ungefähres Bild machen könnt, wie das Ding überhaupt aufgebaut ist. Schaut mal das hier unten. Wir sehen direkt, wir haben Ultraschallsensoren und zwei weitere Kameras, um die Position halten zu können, wenn das GPS und GLONASS mal nicht da ist oder wenn man im Gebäude fliegt. Das sieht wie die Kühleinheit aus. Sehr elegant gelöst vom Design. Das hier sieht aus wie so zwei Fassungen. Man erkennt da drin Kontakte. Hier werden dann die Arme montiert, an denen die Motoren dran sind, damit aus dem kleinen Ei ein richtiges Dröhnchen wird. Natürlich das Ganze auch auf der anderen Seite. Das sieht aus wie ein Lämpchen. Werden wir dann im Flug sehen, ob es auch eins ist. Hier drunter befindet sich eine USB-Typ-C-Schnittstelle. Ah, habt ihr es gesehen? Wenn man hier und hier gleichzeitig drückt, dann ploppt die Oberseite auf und man kann den LiPo einlegen. Das Ganze geschieht so. Eingerastet. Na, den Sticker sollten wir schon entfernen, oder? So. Bevor wir gleich zur Kamera kommen, die auch das Herzstück dieses Copters ist, möchte ich euch kurz was zeigen. Ich habe ja zu Beginn des Videos gesagt, es ist nicht nur eine Drohne für die Lüfte, sondern auch ein Kamerasystem für den Boden. Wenn man seine Drohnenshots gemacht hat und unten am Boden weiterfilmen möchte, gibt es dieses Stück hier. So ein bisschen Camcorder-Feeling von früher. Das Teil wird zum Beispiel, wenn man Rechtshänder ist, hier oben eingesetzt. So. Mit dem Deckel fixiert. Und schon habt ihr eine vollwertige 4K-Kamera mit 60 Bildern die Sekunde, die auch noch einen mechanischen Gimbal bietet. Irgendwie interessant. Ich kann mir zum Zeitpunkt jetzt noch nicht vorstellen, wie es im Endeffekt in der Praxis sein wird. Ob man dieses Hin- und Hergebaue auf Dauer leid ist oder sich denkt, hey, mit einem System habe ich alles abgedeckt. Wir hatten ja die Flugzeit eben von 30 Minuten. Wenn ihr das Ding als Kamerasystem benutzt, könnt ihr 3,5 Stunden mit einer Akkuladung arbeiten. Hier wäre noch eine Schnittstelle frei. Da gibt es so ein kleines Tripod, um das Ding irgendwo aufstellen zu können, denn die Kamera ist eine smarte, eine AI-Kamera mit einer künstlichen Intelligenz. Das Ding erkennt Gesichter, kann diese zum Teil verfolgen und so weiter. Und dann gibt es noch eine weitere Funktion, denn eine Kamera muss ja auch Ton aufzeichnen. Würde keinen Sinn machen, in einer Drohne ein Mikrofon zu platzieren, wo dann gegebenenfalls irgendwelche Lüfter arbeiten und man nichts versteht. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, wenn ihr dann das Smartphone an dieses System gehängt habt, dort könnt ihr dann nicht nur das Live-Bild sehen, um zu sehen, was ihr filmt. Nein, dort benutzt dann zum Beispiel die App oder dieses System wohl eher das Mikrofon des Smartphones oder Mikrofone, die am Smartphone angehangen sind und nimmt parallel den Ton auf. Also das, was ihr hier seht und hört, wird dann synchron mit der Aufnahme an der Steuerung aufgenommen und zusammengeführt. Stellt euch vor, ihr fliegt irgendwo am Meer, habt ein externes Mikrofon mit eurem Smartphone verbunden, mit einem Windschutz drauf, die Drohne fliegt irgendwo weiter weg, dass man sie nicht hört. Und gleichzeitig hat man in den Drohnenaufnahmen das Meeresrauschen drauf. So mal auf die Schnelle zusammen kombiniert, was machbar wäre. Aber okay, so viel zu der Kamera, will ich mich gar nicht so stark drauf einlassen, denn in erster Linie ist es für mich noch eine Drohne. So, Deckel wieder ab, funktioniert auch gut. Sehr durchdacht das ganze Design hier. Nach oben. Und jetzt kommen wir zu den Ärmchen und Motörchen. Fühlt sich sehr wertig an, mit einer matten Oberfläche. Wir haben hier kleine Füßchen, die ausgeklappt werden können. Und dann macht man diesen hier. Boom! So sehen die Motörchen aus, von nahem her betrachtet. Und die bringen die Drohne auf 18 Meter die Sekunde. Das ist eine maximale Geschwindigkeit von 64,8 km/h. Das Ganze wird jetzt hier eingeklickt. Wir haben hier so eine Kerbe und hier das Gegenstück. Und das ist jetzt fast ein bisschen wie Lego spielen. Das wird von oben so eingesetzt. Zack! Da wackelt nichts rum. Das Ganze auf der Seite. Und jetzt kommt oben der Deckel drauf. Jetzt haben wir quasi in wenigen Handgriffen aus einem Camcorder eine Drohne gebastelt. Wenn ich hier packe und so mache, ne, da wackelt nichts. Und wenn man die Drohne so sieht, macht es den Eindruck, als wären die Arme fest verbaut. Es sieht jetzt nicht billig aus oder schlecht verarbeitet. Und wenn wir uns jetzt die Front der Drohne anschauen, sehen wir natürlich auf den ersten Blick, wir haben hier ein aktives Hinderniserkennungssystem. In einem Umkreis von 20 Metern kann die Drohne Objekten ausweichen. Die Kameraeinheit wird noch von so einem Gimbalschutz hier gehalten. Den entfernen wir gerade mal schnell. Zack. Und dann kommt
der 3-Achsen-Gimbal zum Vorschein. Im Inneren werkelt ein 1/2 CMOS-Sensor mit 12 Megapixel. Das heißt, wenn ihr Fotos machen, werden diese mit 4000 x 3000 Pixel aufgenommen, nicht nur als JPEG abgelegt, sondern auch als RAW-Datei. Das heißt, wir können nachträglich am Rechner oder Tablet, wo auch immer, ein bisschen mehr aus den Fotos rausholen, als wenn es nur JPEGs wären. Also hier schon mal so ein leichter Blick in Richtung professionellere Optionen. Wie eben schon erwähnt, bei den Videoaufnahmen könnt ihr maximal in 4K und 60 FPS aufnehmen. Die 60 FPS hat auch nicht jeder 4K-Copter an Bord. Bei den meisten muss man sich noch mit 4K und 30 Bildern die Sekunde begnügen. Ich hätte mir hier gewünscht, dass die Aufnahmen nicht nur mit 75 Mbits aufgenommen werden, sondern mindestens mit 100, was zum Beispiel eine Mavic Air schon beherrscht. Aber okay, wir müssen dann später im Test schauen, wie das Ergebnis aussieht. Welche Möglichkeiten, Modis und so weiter beim Fotografieren und Filmen uns gegeben werden, ob man auch im flachen Farbprofil, um besseres Color Grading betreiben zu können, aufnehmen kann, das werden wir natürlich uns alles im zweiten Teil anschauen, wenn wir die App vor Gesicht haben. Denn ich möchte jetzt erstmal einen Blick auf dieses Baby hier werfen. Dazu muss ich hier erstmal rauszoomen. Das ist das Zubehörpaket, welches die PowerEgg X-Drohne wasserfest macht. Und das nicht nur irgendwie mal so ein bisschen vor Spritzwasser oder ähnlichem. Nein, ihr könnt dann bei richtigen Regenfällen mit dem Copter durch die Lüfte tuckern. Im Inneren finden wir weitere Boxen vor. 3 Stück insgesamt. Und dann diese Teile hier, die kennt man doch, oder? Vom Fußball oder Football, wie auch immer, wenn wir schon vom Design hier sprechen, zum Klatschen. Nein. Die Dinger sind dafür da, damit ihr mit der Drohne auf Wasser landen und vom Wasser aus starten könnt. Der Copter spricht schon eine sehr interessante Nische an. Gerade Bootsbesitzer, für die sollte dieser Copter mega interessant sein. Ein weiterer Lipo, wie vorhin schon gesagt, ich denke, den müssen wir uns nicht nochmal anschauen, oder? Wir haben hier noch eine kleine weiße Box mit weiteren Propellern. Das ist schon sehr interessant, aber cool, dass die sowas ausprobieren. Erinnert mich direkt an die ersten GoPro-Modelle, wo noch dieses Unterwassergehäuse dabei war. Okay, das tun wir mal weg. Upp. Die Front der Drohne, welche auch beschichtet sein soll, wenn Wassertropfen drankommen, dass diese schneller wegfließen. Wie gut das Ganze funktioniert, müssen wir überprüfen. Wenn wir jetzt weiterschauen, wir haben diese Klammern, die löse ich gleich, um die Box oder das Gehäuse zu öffnen. Auf der Unterseite haben wir kleine Reflektoren. Wahrscheinlich sind da irgendwelche Beleuchtungen der Drohne, die dann verstärkt werden sollen. Und auf der Oberseite der Knopf für den Lipo zum Einschalten des Copters, der lässt sich drücken, ist auch komplett abgeschottet. Hier ist auch nochmal so eine weitere Klammer. Aussparungen für die Arme. Wenn man hier schon so ein bisschen mit dem Finger reingeht, merkt man, okay, da sind Dichtungsgummis dran. Ich denke mal auf Dauer, genauso wie bei den Unterwassergehäuse der GoPro, muss man natürlich, wenn man den Copter länger behalten möchte, immer wieder einen Blick drauf werfen. Ist das Ding sauber? Ist es vielleicht porös geworden? Vielleicht auch vom Licht ausgetrocknet? Und dann verliert sowas natürlich seine Wasserfestigkeit oder besser gesagt Wasserdichtigkeit. Machen wir gerade mal schnell auf, auch den kleinen hier oben, hopp, und den auf der anderen Seite. Und dann geht das auf. Wie rum? Na? Ah, nach unten. Kennt ihr die ganz großen Kinderüberraschungseier? Das ist von den Maßen ungefähr gleich. So, geöffnet. Auch hier sehen wir, der Gummi zieht sich fort. Der geht einmal komplett rum. Ist ja auch logisch. Und dann muss das hier platziert werden. Hoppala. Sieht irgendwie komisch aus. Man kennt es halt nicht. Aber ey, wenn es am Ende was bringt, warum nicht? Okay, ich glaube, weiter geht's nicht. Bupp. Zack. Jetzt diese Seite. Gummis drücken sich hier am Arm fest. Scheint wohl nicht schlimm zu sein, dass das hier nass wird. Und auch die Motoren sind offen. Ich gehe stark davon aus, dass es den Motoren nichts ausmacht. Wenn ich überlege, auch mit meiner Renndrohne, was da schon an Dreck und Wasser reingekommen ist, die Dinger laufen immer noch. Aber nichtsdestotrotz sollte man diese Teile auch pflegen, mal auspusten, wenn da Staub reingekommen ist. Und dann werden die Teile auch immer ihre Dienste erfüllen. Der finale Schritt, um aus diesem kleinen Ei eine echte Wasserratte zu machen. Und dazu bringen wir diese Elemente an. Das Ganze funktioniert wie folgt. Einfach hier eingesteckt und mit diesen Gummis, die an Klett montiert sind, nochmal fixieren, dass man beim Abheben, wenn man doch am Wasser irgendeine Spannung hat, dass die Dinger nicht am Wasser bleiben, die Drohne geht in die Luft. Versteht ihr, was ich meine? Das sieht sehr, sehr interessant aus, meine Freunde. Schaut mal. Ich muss gerade schmunzeln, ich kannte sowas noch nicht. Und wenn es funktioniert, umso geiler.
So sieht es dann von vorne betrachtet aus. Unser Gimbal-System ist dann im Inneren am Werkeln und ich hoffe, es gibt keine Reflexion durch dieses Schutzgehäuse. Das war er jetzt, der allererste Teil zur brandneuen PowerEgg X-Drohne. Ein sehr interessantes Konzept, vielleicht nicht für jedermann, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Anwendungsbereiche, in denen dieser Copter vielen Menschen weiterhelfen wird. Gerade wenn man berufsbedingt auch bei Wind und Regen fliegen muss. Bei mir kommt er dann spätestens im zweiten Teil zum Einsatz, wenn wir gemeinsam in die Lüfte steigen, uns die Kameraqualität anschauen, die Flugeigenschaften, mal ohne diese Montur, dann auch mal mit. Also es wird noch sehr, sehr interessant mit dem PowerEgg X. Lasst gerne ein Abo da hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit, um mich zu unterstützen und vor allem die kommenden Teile nicht zu verpassen. Dann geht es nämlich gemeinsam in die Lüfte. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.